Das würde mir eigentlich schon reichen für mein Glück, die Schönheit der Welt betrachten zu können, ohne dabei jemals wieder Donald Trump angucken zu müssen. Habt ihr letzte Nacht geschlafen? Ich nicht. Ich bin so ein Hochrechnungs-Junkie. Ich gucke mir all die Zahlen an und immer wenn sich etwas ändert, juble oder weine ich. Und letzte Nacht habe ich viel geweint. Mit Georgia ist jetzt der zweite der ganz wichtigen und entscheidenden Swing States in das Lager der Republikaner gegangen. Das mutet hier doch sehr nach 2016 an. Wir haben eine Entscheidung, was den Senat angeht. Bisher gab es hier eine hauchdünne demokratische Mehrheit. Das dreht sich mit dieser Wahl um. Er kann jedes Bundesrichteramt im Land und er kann jedes Amt im obersten Gerichtshof nach Belieben besetzen mit der republikanischen Mehrheit im Senat. Die Stimmung ist hier ziemlich im Keller. Pennsylvania, die 19 Wahlleute gehen an die Republikaner und Donald Trump. Donald Trump ist dieser Wahlsieg aller Wahrscheinlichkeit jetzt nicht mehr zu nehmen. Thank you very much. Wow. Ja, ich weiß, ich habe merkwürdige Hobbys, aber es gibt Leute, die in ihrer Freizeit Tiere quälen oder antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten. Also bin ich, glaube ich, noch ganz okay dabei. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Die US-Wahl ist vorbei. Endlich. Also ich freue mich nicht über das Ergebnis, aber ich bin ein bisschen froh, dass dieses Wahlkampfdrama jetzt wieder vorbei ist. Es war ja nicht mit anzusehen. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Und dieser Mann hat gewonnen. In den USA leben über 300 Millionen Leute. Dass sich diese 300 Millionen Leute gegenseitig angucken und dann auch nur einer von ihnen denkt, nö, ich sehe hier niemanden, der sich besser eignen würde, um das Land zu führen, als Donald Trump. Das allein wäre schon glaubenserschütternd, dafür hätte er gar nicht gewinnen müssen. Und ich weiß, dass Trump wieder Präsident wird, kann ganz furchtbare Folgen haben. Für die Handelsbeziehungen, für den Klimaschutz, für die Demokratie. Aber mir reicht es schon völlig als Horrorszenario, dass er dann jetzt 4 Jahre lang wieder ganz vorne in allen Zeitungen und allen Nachrichten zu sehen sein wird. Ich fand das so entspannend, als er die letzte Wahl verloren hat. Entschuldigung, als man ihm die letzte Wahl gestohlen hat. Ist auch lustig, oder? Er klang einfach wie so ein verpeilter Touri, der zu blöd war, auf sein Portemonnaie aufzupassen und dann gerufen hat, ich habe mein Portemonnaie nicht verloren, es wurde mir gestohlen. Danach jedenfalls und nachdem seine Anhänger völlig unabhängig von ihm und seinen Worten das Kapitol gestürmt hatten, wurde er allmählich zu uninteressant für die Medien und man musste ihn nicht mehr ständig angucken. Und das würde mir eigentlich schon reichen für mein Glück, die Schönheit der Welt betrachten zu können, ohne dabei jemals wieder Donald Trump angucken zu müssen. Aber wer weiß, wie lange wir ihn jetzt angucken müssen. Er hat ja gesagt, dass man in 4 Jahren nicht nochmal wählen gehen muss. Vielleicht will er einfach für immer Präsident bleiben. Und ich glaube, er könnte das schaffen. Klar, er ist alt, aber ich würde ihm zutrauen, für immer zu leben. Das ist wie bei Lebensmitteln. Je künstlicher sie sind, desto länger sind sie haltbar. Und selbst wenn Trump uns irgendwann für immer verlässt, wer kommt nach ihm? J.D. Vance? Oder dieser jüngere Trump-Klon aus Florida, Ron DeSantis? Ihr wisst schon, das ist der Typ, der in seinem Bundesstaat Bücher aus öffentlichen Bibliotheken und Schulen verbannen lässt. Natürlich nur so abgrundtief gefährliche Bücher wie Huckleberry Finn und Schöne neue Welt. Und der das Wort Klimawandel aus allen Gesetzestexten streichen lässt. Richtig guter Typ. Mit Zensur gegen die Wokeness. Das ist die Zukunft. Wo wir beim Klimawandel sind, da wird ja viel über die Kipppunkte gesprochen, also die Punkte, an denen sich ein Prozess lawinenartig verstärkt und nicht mehr umgekehrt werden kann. Ich glaube, wir sollten auch andere Kipppunkte im Blick behalten, zum Beispiel politische. In den USA sind schon ungefähr 395 davon überschritten. Da hat sich die Wahl nur noch zwischen einer Kandidatin, die in Deutschland vermutlich in der CDU wäre, und einem Kandidaten, der die AfD als gemäßigt links erscheinen lässt, entschieden. Also auch wenn Trump Harris immer als linksextrem hinstellt, so richtig viel politische Bandbreite ist da nicht. Auch nicht thematisch. Da entscheidet sich so eine Wahl nur noch über die Frage, was man einer schwangeren Frau zumuten kann, damit jede befruchtete Eizelle geschützt wird, noch bevor sie zum Embryo wird. Und weil die Amis ja ihre Waffen nicht hergeben wollen, mit welcher Waffe man das Kind dann erschießen kann, sobald es auf der Welt ist. Wenn diese Wahl also etwas ist, dann eine erneute Mahnung, es bei uns nicht so weit kommen zu lassen. Ich sehe uns schon in ein paar Jahren in der Wahlkabine stehen und abwägen zwischen den beiden großen Volksparteien BSW und AfD. Das wäre mal ein Kipppunkt. Denn dann hat der Populismus endgültig gewonnen. Und das
kann man sich dann wirklich nicht mehr angucken. Das war Bosetti will reden für heute und es ist mal wieder Zeit für eine Ankündigung, denn die nächste Ausgabe von Bosetti Late Night Naht, sie läuft am 17. November um 21 Uhr auf Dreisat und es geht um Männer. Ich dachte, ich mache mal eine Folge über die Benachteiligung des Mannes in unserer Gesellschaft. Dafür rede ich mit dem Autor und Männerrechtler Ralf Böhnt, mit dem Bundesforum Männer und, das ist ganz spannend, weil es um seine Kindheit geht, mit Thorsten Sträter. 17.11., 21 Uhr, Dreisat, guckt euch das an. Aber davor sehen wir uns auch nochmal zum Beispiel am Samstag, wenn ich wieder eure schönsten Kommentare beantworte. Bis dann.